Hallo und willkommen bei unserem ersten Feinde-Spotlight. Auch wenn es Spaß gemacht hat, euch die Helden vorzustellen, wollen wir euch heute einmal die Feinde vorstellen, die euch während eurer Kampagne begegnen. Für dieses Spotlight konzentriere ich mich auf den Wüstenplaneten Skeldrin. Die meisten Planeten haben einen einzigen primären Ursprungsfeind. Auf Skeldrin kommen jedoch alle 5 Feindestypen vor. Dieser Sektor auf Skeldrin nennt sich die Wüstennekropole. Die ersten Feinde, auf die ihr wohl stoßt, sind Verbindungsschwebebots. Diese Cyberwesen wirken zwar träge, doch wenn sie auf andere ihrer Art treffen, bilden sie Laserverbindungen, die jedem Helden auf ihrem Weg Schaden zufügen. Sie versuchen dann, einen Kreis des Todes zu formen, der von Laserstrahlen durchkreuzt wird. Es gibt mehrere Methoden, mit ihnen umzugehen. Ihr könnt einen nach dem anderen erledigen, wobei man immer die Verbindung zerstören sollte, die den Kreis am stärksten stört. Oder ihr könnt eine flächendeckende Fähigkeit einsetzen, wie zum Beispiel Plasmasäule, um die Gruppe mit einem Mal zu erledigen. Weitere Feinde, die euch begegnen, sind kleine, schnelle Kreaturen namens Nova. Diese Plasmawesen haben nur ein Ziel, heftigst zu explodieren. Diese Explosionen verursachen keinen direkten Schaden, jedoch ist der Verbrennungsschaden sehr hoch, wodurch mehrere Optionen entstehen. Entweder benutzt ihr einen Helden wie Torg, dessen Gruppenfähigkeit Sporogenesis, der alle nahen Helden von Einschränkungen säubert und über die Zeit heilt. Oder ihr nutzt ein gutes Timing beim Heldenwechsel. Bedenkt dabei, dass ihr 15 Sekunden warten müsst, bevor ihr wieder wechseln könnt. Währenddessen seid ihr verwundbar. Der letzte Feind in der Nekropole ist aus der Gruppe der Quanten und heißt Schlundloch. Diese Kreatur kann die Gravitation manipulieren und schleudert Projektile aus einer schwebenden Position gegen jeden Helden, der vorbeikommt. Zusätzlich formt sie ab und zu einen Gravitationsstrudel um sich selbst, der alle nahen Helden anzieht, während sie mit Projektilen beschossen werden. In diesem Moment sind sie widerstandsfähiger als sonst. Der erste Feind der Leutnant-Klasse, der euch begegnet, ist der Strahltheoid. Seine Hauptaufgabe ist es, nahen Darkspores eine mächtige Verstärkung zu geben, der ihren Energieschaden verdoppelt. Daneben feuern sie durchdringende Laserbolzen ab, die alle Helden und deren Helfer auf einer Linie treffen. Wenn ihr gegen sie kämpft, solltet ihr euch verteilen und versuchen, die verstärkten Feinde so schnell wie möglich auszuschalten. Außerdem trefft ihr in diesem Sektor auf Unterhirne. Diese Plasma-Leutnant sind allein nicht sehr gefährlich, werden aber in großen Gruppen zur tödlichen Gefahr. Ihre Hauptfähigkeit ist, nahen Verbündeten eine Feuerverstärkung zu geben, die bei allen Helden im Nahkampf Schaden verursacht. Zusätzlich können sie die Energieempfindlichkeit der Helden erhöhen und zu guter Letzt mittels Plasmakraft Helden aus der Entfernung in Flammen aufgehen lassen. Der einfachste Weg, mit ihnen umzugehen, ist es, einen Helden dazu zu nutzen, sie aus der Entfernung zu bekämpfen. SRS-42 ist dabei eine gute Wahl, da er die Omni-Schildfähigkeit besitzt. Dadurch werden alle negativen Effekte gelöscht und er wird 4 Sekunden vor weiterem Schaden und Effekten geschützt. Der letzte Feind in diesem Sektor auf Skeldrin ist Säurehülle. Dieser Biofeind ist sehr energieresistent, weshalb ihr am besten Nahkampfhelden einsetzt. Wenn Säurehülle halbtot ist, verschwindet sie in ihrer Hülle, wird immun gegen physischen Schaden und verbreitet eine Giftwolke in alle Richtungen. An diesem Punkt solltet ihr die Taktik zum Fernkampf wechseln, da ihre Energieresistenz verschwindet, solange sie in der Hülle versteckt ist. Ebenso könnt ihr Vex und seine starke Zeitlapsusfähigkeit einsetzen, wodurch jeder Energieschaden der letzten 10 Sekunden erneut angewendet wird. So kann man Säurehülle zuerst aus der Nähe schwächen und dann per Zeitlapsus umgehend erledigen. Wenn ihr Interesse habt, mehr zu sehen, dann werdet Fan unserer Facebook-Fanseite oder schaut regelmäßig auf darkspore.de vorbei. Vielen Dank und bis bald mit neuen Spotlights.